Ihr seht mich jetzt hier mit meinem Lieblingsfleisch, argentinisches Rinderhüftsteak, das ich am liebsten und gernsten esse. Meine wichtigsten Proteine. Ich schneide jetzt erstmal das Fleisch in zwei Hälften und achte darauf, dass ich gegen die Maserung schneide, damit ich das Fleisch schön zart hinbekomme. Ich schneide jetzt gleich große Stücke, damit ich es beim Anbraten nachher leichter habe. Die Pute wasche ich ebenfalls und trockne sie dann wieder ab, damit ich hier nicht so viel Wasser beim Anbraten habe. Hier seht ihr gerade die Pute, die ist ein bisschen zu dick. Die schneide ich natürlich in zwei Hälften, damit die Anbratezeit auch gleich ist. Zwischen Pute und Rind gibt es nicht so viele verschiedene Qualitäten. Ihr solltet abwechslungsreich essen. Wir haben ja eine ganze Menge Nahrungsmittel. Die Pfanne reibe ich nochmal trocken aus und sprühe dann mit unserem Pam-Spray, das ihr im Body Planet bekommt, ein. Bitte in die kalte Pfanne. Ganz wichtig, die kalte Pfanne. Ich liebe Petersiliensalat. Das bereite ich dann nebenher noch zu. So, meine Pfanne ist heiß. Ich kann schon die ersten Fleischstücke reinmachen. Boah, lecker. Eine Minute auf jeder Seite auf der vollsten Stufe. Und dann kann man wieder runterdrehen. So bleibt das Fleisch schön saftig. Jetzt suche ich mir ein paar Gewürze raus. Bitte erst nach dem Zubereiten würzen. Ganz wichtig. Da könnt ihr ein bisschen experimentieren. Zwischendurch, weil wir machen ja jetzt Fleisch für den ganzen Tag, die Pfanne ausreiben und mache dann auch gleich schon die nächste Portion dann wieder drauf. Das muss ich natürlich probieren, also kann ich widerstehen. Boah, herrlich. Ab und zu mal, wenn ich große Stücke Fleisch habe, lasse ich den Deckel drauf, damit es schneller gar wird. Ich mache immer eine Mischung im Salat aus verschiedenen Salatsorten und mit verschiedenen Gemüsesorten, damit ich so genug Vitamine habe. So, die nächsten Fleischstücke sind auch schon fertig. Es geht dann wirklich ruckzuck, wenn die Pfanne mal heiß ist, die Stücke gleich groß geschnitten, dann geht es Hand in Hand. Ja, ihr seht jetzt hier meine Frau, die hat doch mehr Geduld, Salat kleiner zu schneiden, mundgerecht. Kommt dann hier mit Tomaten, einer Gurke, die ich jetzt auch schäle. Muss man natürlich nicht machen, ich mag es immer geschält. So, Rest weg. Seht ihr die Zutaten für meinen Salat? Jetzt kommt die Pute, ich will ja nicht nur Rind essen. Die wird meistens ein bisschen schneller angebraten, deswegen achtet drauf, dass ihr das nicht zu lange drauf habt, wenn es nicht anbrennt. Auch hier wieder nach einer Minute wenden, dass sich gerade die Poren geschlossen haben und dann wieder runterdrehen. Ihr seht mich hier die Gurke schneiden und dann kommt das in die Schüssel. Ihr solltet natürlich auch treffen. Ja, nicht so ungeschickt sein wie ich. Wieder wenden die Pute. Wie gesagt, das ganze Fleisch ist natürlich für den ganzen Tag und für die ganze Familie galant. Und wieder zum Salat zurück. Ein paar Zwiebelchen, Frühlingszwiebel. Auch wieder was von Geschmack. Jetzt bin ich beim Treffen schon besser. Tomaten, sind auch so viele verschiedene Vitamine, Stoffe drin, Antioxidanten. Ihr seht, ich mache viele verschiedene Gemüsesorten rein. So habe ich doch eine Vielzahl an Vitaminen, die unsere Immunabwehr stärken. Ihr seht schon einiges drin. Wieder zum Fleisch. Nicht vergessen. Jetzt kommen ein paar Keimlinge rein. Keimlinge sind Sprösslinge, Samen, die kurz angekeimt worden sind und somit das Zehnfache an Vitamine haben wie normal. Salat soll ja eine Gesundheitsbombe werden. Hier seht ihr mich beim Salatdressing machen. Als erstes nehme ich zwei Esslöffel Olivenöl, das eine sehr gute Komponente hat von verschiedenen Fettsäuren. Als nächstes das Rapsöl, das ebenfalls sehr viel Omega-3-Fettsäuren hat, Omega-6 und Omega-9, die natürlich sehr wichtig sind, um verschiedene Vitamine aufzunehmen, verschiedene Prozesse im Körper in Gang zu halten. Jetzt habe ich hiervon ebenfalls zwei Esslöffel. Jetzt kommen noch vier Esslöffel Balsamico-Essig dazu, damit das Ganze noch ein bisschen mehr Geschmack bekommt. Hier ist es sehr variabel. Man kann es sich natürlich so zubereiten, wie man es gerne selber mag. Ich zeige hier jetzt bloß eine Variante. Es gibt ja zig Möglichkeiten.
Essig und Öl. Jetzt kommt meine klare Gemüsebrühe. Hier ist kaum Salz drin, die ich überall sehr gern verwende, besonders auch beim Salat. Senf von Geschmack, wobei alles immer so ein bisschen natürlich Geschmack gibt. Jawohl, wunderbar. Mein Salatdressing ist soweit fertig. Mein Fleisch auch schon wieder. Wunderbar, alles im Timing. Ihr seht, wie gesagt, einen ganzen Haufen. Das wird aber für den ganzen Tag reichen. Jetzt putze ich wieder die Pfanne aus. Ab und zu sprühe ich auch PAM-Spray nach. Immer nach dem Anbraten würzen. Ebenfalls bei der Pute wie beim Rind. So verbrennen die Gewürze nicht ins Fleisch rein und entfaltet sich auch vom Geschmack besser. Ein paar Maiskolben gibt es auch noch. Das sind gute Kohlenhydrate, natürlich Gemüse. Mein Reis, mehr. Das war zu viel. Ja, immer abwägen, das gehört trotzdem dazu, damit ich genau weiß, wie viel und was ich esse. Den Reis wäscht gerade meine Frau aus. Wir waschen immer zwischen 3 und 4 Mal aus, damit er wirklich sauber ist. Er entfaltet so besser seinen Geschmack, muss ich sagen. Probiert selbst aus. Ihr seht mich gerade mit dem Brokkoli gefroren, das ich dann ausgepackt habe. Nehme hier Wasser, lasse es kochen mit etwas Gemüsebrühe, die ohne Geschmacksstoffe drin sind, was mir auch sehr wichtig ist. Somit auch gesünder. Diese ganzen Zusatzstoffe, die mag ich nicht in meinem Essen. Ich will die Natur haben. Deswegen tue ich das so rein, so bekommt mein Brokkoli doch noch einen eigenen Geschmack. So, Fleisch ist soweit fertig. Jetzt habe ich hier noch ein paar Dipsoßen. Davon nehme ich natürlich nur ein wenig. Geschmack ist schon wichtig. Mein Reis gerührt und nochmal vermischt, dass er nicht anbrennt. Immer wieder passend alles zubereiten. Endlich fertig. Jetzt noch die Küche aufräumen und essen. Ihr habt jetzt mich gesehen, wie ich hier meine Ernährung gestalte. Ist natürlich sehr individuell. Da könnt ihr einfach mal ins Bodyplanet kommen und ich zeige euch, wie wir das am besten auf euch abgestimmt planen und zuschneidern. Jeder wird ganz individuell kochen. Jeder hat Gott sei Dank einen anderen Geschmack und dementsprechend auch eine andere Ernährungsgewohnheit. Lecker, lecker. Also einen wunderschönen guten Appetit.